Hey Bricks, Just for Me hier und heute review ich das Set 5613. Das ist so ein kleiner Feuerwehrmann, wie wir hier sehen. Und das Ganze stammt aus dem Jahr 2008. Und weil die Box noch ungeöffnet ist, würde ich sagen, öffnen wir die Box und schauen uns mal an, was sich da so drin befindet. So, innen drin finden wir eine kleine Tüte und die Bauanleitung. Das ist das Set komplett aufgebaut und jetzt lasst uns mal einen Blick auf die Minifigur werfen. Das ist jetzt unsere Feuerwehrmann-Figur, die wir mit dabei haben. Ja, wir haben hier einfach vorne drauf so ein bisschen Print, also was einfach von so einer Feuerwehrjacke oder so. Da haben wir auch noch so ein kleines Abzeichen oben. Das Gesicht finde ich sehr, sehr interessant, weil das ist das Gesicht, was Jangbricks in seiner Profilfigur benutzt. Und finde ich immer lustig, ihn dann hier zu Hause bei mir stehen zu haben. Und dann haben wir hier so eine coole Feuerwehrmütze, die es heute tatsächlich auch noch gibt. Und hinten drauf haben wir keine weiteren Details, und die Hose ist dann auch einfach nur in normalem Schwarz gehalten. Das Set besteht aus ein paar kleinen Einzelsegmenten, die ich euch jetzt einfach mal nacheinander zeigen möchte. Das erste, was wir mit hier haben, ist so ein kleiner, ja, so eine Flamme oder so, die aus irgendwas herausschießt. Was das ist, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall das, was der Feuerwehrmann dann letztendlich vernichten möchte, beziehungsweise dann löschen möchte. Und das zweite, was wir mit dabei haben, ist ja so ein kleiner Stand für seine Accessories. Also wir haben hier zum Beispiel diesen Feuerlöscher, der ist hier mit dabei. Da haben wir eine Axt, womit er dann Sachen wegschneiden kann. Das hier ist dann vermutlich eine Kettensäge. Da fehlt dann unten wahrscheinlich so ein Teil. Und das ist dann so eine Kreissäge, die wir auch noch mit dabei haben. Und es ist sogar so ein kleiner Hydrant dabei. Und den finde ich total cool. Haben wir jetzt des Öfteren auch schon bekommen in der Lego-Serie bisher, auch in Feuerwehrsets oder so. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und hier haben wir dann, ja, hinten drauf halt eigentlich nichts an Details. Sieht dann einfach cool aus mit diesem Gecurveten hier unten noch. Ja, das war's aber hierzu. Und das war's hier mit diesem Set erstmal. Ich würde sagen, wir schauen uns noch einmal kurz die Bauanleitung an und dann nochmal das komplette Set. Die Bauanleitung besteht wieder aus so einem kleinen Blättchen zum Auseinanderfalten und da finden wir auf der einen Seite unsere Bauanleitung, also einfach die normale Bauanleitung. Was ich hier sehr interessant finde, ist, sie haben die Nummern hier neben geschrieben, also die Nummern der Teile, welche Teile enthalten sind und haben die nicht als extra Segment nochmal wie in einer anderen Bauanleitung dann draufgepackt. Hier hinten haben wir noch ein bisschen Werbung für die Lego City Feuerwehr aus dem Jahre 2008, wie vorhin schon gesagt. Ziemlich cool, das sind die anderen Sets, die zu der Zeit dann erhältlich waren. Und hier haben wir noch ein paar von diesen kleinen Sets, die ich im Moment versuche alle zusammenzusammeln, also ein bisschen City hier, von Castle dann noch was und von Mars Mission. Zusammengefasst muss ich sagen, dass mir dieses Set extrem gut gefällt, vor allem es stammt aus dem Jahre 2008, hat damals ungefähr 3 Euro gekostet und das finde ich halt ja doch irgendwie berechtigt, halt vor allem mit diesem Stand dabei, mit den coolen vielen Accessories. Was man machen könnte, ist hier hinten vielleicht noch ein paar Details anbringen, beziehungsweise hätten die dann damals machen können, aber ich will mich nicht beschweren, das Set ist ziemlich, ziemlich cool. Also ich würde sagen, das war's mit dem Set, bis zum nächsten Video und ciao.